Hallo meine lieben Schweißtechnik-Freunde, willkommen im HDB Schweißshop. Heute wollen wir gemeinsam einen Wolfram-Anschleifer von der Firma Stahlwerk testen. Wie gut es sich heute schlägt, werden wir natürlich in diesem Video erfahren. Auf geht's! Was ist überhaupt ein Wolfram-Elektrodenanschleifer? Bis jetzt hast du vielleicht deine Wolfram-Elektrode mit einem Winkelschleifer oder mit einem Schleifrock in Form gebracht. Wofür brauchen wir diese Elektrode? Natürlich zum Wickschweißen, Wolfram in Erdgas schweißen. Habe ich schon unzählige Videos zu gemacht. So, der Punkt ist einfach, wie kriege ich ganz schnell hier die optimale Spitze hin? Und dafür gibt es Wolfram-Anschleifgeräte unterschiedlichster Art. Extrem teure. Die liegen auch schnell mal bei 1000 Euro, gibt es auch welche, die liegen bei 2000 Euro. Das sind dann sogenannte Schleifbox, die sind dann die sind geschlossen, da ist sogar eine Flüssigkeit. Und beim Schleifen bindet die quasi diesen Schleifstaub. So. Dann gibt es ganz günstige Systeme, die liegen da teilweise bei 50 Euro. Dann gibt es natürlich solche Systeme, wie ich schon gesagt habe, einen Schleifbock oder einen Winkelschleifer. Und dann gibt es solche Systeme, die ich durchaus willkommen heiße, weil Preis-Leistung hier stimmt. Und dazu kommen wir gleich. Wir schauen uns erstmal das Ding an, schauen, was dabei ist und wie das Ganze funktioniert. Bestandteile vom Inhalt. Akku, Ladegerät zum Akku, Werkzeug zum Installieren und sogar eine Ersatzdiamantscheibe und der Schleifer mit dem Schleifkopf an sich. Und eine Besonderheit können wir sofort schon erkennen, hier ist eine Schutzkappe. Wofür sie gut ist, erkläre ich dir gleich. Okay, so, Schutzkappe und der Schleifkopf an sich. Was wir jetzt hier schon mal erkennen, er hat sehr viele Markierungen und sehr viele Öffnungen. In der Regel haben wir ja 1,6er Elektroden, 1,1er Elektroden. Für alles gibt es die passende Öffnung. Wir sehen hier 1, 1,6, 2, 2,4, 3,2 und 4. Damit erschlägst du alle Wolfram-Elektrodengrößen, die es jetzt so im normalen Anwendungsbereich gibt. Ich habe hier eine Wolfram-Elektrode in der Hand, die ist schon ziemlich mitgenommen und die werde ich jetzt hier anschleifen. Wie gesagt, wir haben hier einen Bereich für 22,5 Grad. Das wäre die optimale Einstellung für mich. Und dann haben wir hier sogar einen Bereich für 30 Grad. Wir werden das gleich mal vergleichen. Eine Seite mit 22 und eine mit 30. Und dann haben wir hier sogar die Möglichkeit, das Ganze in der Länge zuzuschneiden, was auch manchmal wichtig ist. Manchmal hast du eine kurze oder eine lange Brennerkappe und du müsstest mal die Wolfram-Elektrode halbieren. Ich habe mir schon gedacht, dass dieser Anschleifer seine Funktion erfüllen wird, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht erwartet, dass es doch so präzise ist. Der Schliff ist vielleicht nicht so ganz fein, wie ich mir das gewünscht hätte, aber schau mal, wie scharf und präzise die Wolfram-Elektrode angeschliffen ist. Und guck dir mal den 22-Grad-Winkel. Das ist eine Waffe, meine lieben Schweißtechnik-Freunde. Und interessant wird es sein, wie bewährt sich die Wolfram-Elektrode mit diesem Anschliff beim Schweißen. Wie lange wird diese Spitze stabil bleiben, hängt natürlich auch wiederum von der Wolfram-Elektrode ab. Es gibt Legierungen, die sind widerstandsfähiger und es gibt Legierungen, die sind etwas weicher. Wir haben heute eine pink-graue im Einsatz und damit wollen wir Stainless Steel, Chromnickelstahl, Edelstahl schweißen. Schleifen mit Bravour bestanden. Schleifstaub beim Anschleifen im Winkel aufgefangen. Wir haben gesehen, das waren zwei Anschliffe. Okay, ich habe mir da ein bisschen länger gebraucht, um einfach zu gucken, wie das Ganze funktioniert. Aber da kannst du mal sehen, wie viel Schleifstaub da gebunden wird. Ja, glaubt man gar nicht. So, das Gerät soweit wieder im Einsatz.
Wir wollen jetzt rausfinden, wie verhält sich die angeschliffene Elektrode beim Schweißen. Zuerst fangen wir an mit dem 30 Grad Winkel. Ich spanne meine Elektrode in meinen Wickbrenner ein. So. Gas kommt, Maschine ist bereit. Wir haben hier 3 mm Bleche und ich werde jetzt hier einfach an der Kante schauen, wie sich das Ganze verhält und wie die Spitze aussieht. Ich würde sagen, dass wir auch hier mit moderaten 60 Ampere beginnen. Ich habe die Elektrode jetzt einem kleinen Stresstest unterzogen. Ich habe immer wieder gezündet und die Elektrode hat sich jetzt nicht verfärbt. Okay, ich habe hier auch mit moderaten 60 Ampere gearbeitet. Für mich war wichtig, dass die Spitze scharf bleibt. Das ist ja auch geblieben. Die Elektrode war total unbeeindruckt von dem, was ich gemacht habe. Liegt vielleicht auch an dieser Pink-Grauen. 30 Grad Stressfaktor Nummer 2. Wir erhöhen die Leistung auf 100 Ampere. Und machen ein paar Starts. Auch 100 Ampere können diese Elektrode nichts an. Haben. Die Spitze ist immer noch super scharf, es hat sich nicht verfärbt. Die Elektrode hat sogar nachgeglüht. Klar schweifen wir jetzt etwas ab und gehen Richtung Test einer Elektrode, aber das gehört einfach hier zusammen und die Pinkgraue hat sich hier sehr bewährt. Schauen wir uns die angeschliffene Spitze an mit 22,5 Grad. Direkt mit 100 Ampere, auf geht's. Auch hier Spitze noch voll intakt, habt dem Ganzen nichts auszusetzen. Theoretisch könnten wir sogar jetzt Kunst betreiben und auf einem Chromnickelstahlblech, Edelstahlblech, mit den schönsten Farben der Welt uns ein Bild malen. Das ist hier noch ein Tipp für dich zu Weihnachten. Aber jetzt kommen wir zu dem Anschleifer, zu den Vor- und Nachteilen. Fangen wir mit den Vorteilen an. Der erste Vorteil ist einfach, dass das sehr handlich ist mit einem Akku. Das habe ich im Fahrzeug dabei, wenn ich mobil bin. Das habe ich in meiner Werkstatt liegen, in jederzeit bereit. Eventuell kann man sich noch einen Akku holen, wobei bei einem Wolfram-Anschleifer, denke ich, sollte man mit einem Akku zurechtkommen. Es liegt gut in der Hand, es ist nicht allzu schwer. Der Kopf ist meiner Meinung nach richtig ordentlich gebaut. Massiv, stabil, funktional. Das hier ist mega, kann ich nur empfehlen. Also quasi ein Schutz, dass der Staub nicht in die Atemwege gelangt. Plus der Preis. Aktuell habe ich das Ding bei Stahlwerk gesehen für 156 Euro. Für 156 Euro und Wolfram-Anschleifer mit geschlossenem Kopf ist schon von Preis-Leistung her optimal. Deswegen mache ich dieses Video auch. Viele von euch arbeiten jetzt mit Winkelschleifer, mit Schleifböcken und schauen sich solche Systeme an, womit sie Wolfram-Elektroden anschleifen können. Und die professionellen Systeme, wie ich schon gesagt habe, liegen schnell mal bei 2000 Euro, liegen schnell mal bei 1000 Euro. Es gibt auch Systeme, die bekommst du für 800 Euro. Aber für den normalen Anwender ist das natürlich von Preis-Leistung her viel interessanter in diesem Bereich. Es gibt auch Anschleifer, die liegen so bei 100 Euro. Die haben dann keinen geschlossenen Kopf, sind etwas einfacher aufgebaut. Ich habe Systeme von Proxor schon gesehen. Die liegen dann so circa bei 300 Euro. Auf jeden Fall, der Markt ist voll. Wir haben heute dieses Stahlwerksystem getestet.
Ich muss ehrlich sagen, das hat sehr gut funktioniert. Zwei Anmerkungen hätte ich hier an der Stelle. Die eine Anmerkung ist, vielleicht sollte man so etwas als Ersatz noch dazu nehmen, weil das wird ja natürlich mit der Zeit durch das Aufsetzen, Aufstecken, verschleißt es ja irgendwo. Plus der Punkt, wenn wir die Wolfram-Elektrode in der Länge anschneiden wollen, müsste man die Bohrung oben, eine zweite Bohrung oben machen. Das ist natürlich jetzt das Thema. Wenn wir eine zweite Bohrung oben machen, müsste sich die eine Bohrung verschließen. Das ist natürlich alles nicht so einfach. Deswegen ist hier natürlich hier dieser Kompromiss. Ich kann sie von oben stumpf machen zum Aluminiumschweißen. Ich kann sie von allen Seiten anschleifen. Aber trennen muss ich die Kappe entfernen. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, man muss hier aufpassen, die Scheibe dreht schnell, das heißt, du sollst mit Gefühl arbeiten. Das heißt, grundsätzlich sage ich dir, beim Schweißen sollst du mit Gefühl arbeiten. Wenn du jetzt natürlich die Wolfram-Elektrode einsetzt und die volle Granate reindrückst und richtig fest drehst, wird sie heiß laufen. Das wird ja auch mit jedem anderen Wolfram-Elektroden-Anschleifer auch passieren. Deswegen, dieser zweite Punkt ist einfach nur eine Info, das ist kein Nachteil. Sei da vorsichtig und schleif das Ganze vorsichtig an. Sonst, mega Teil. Ich glaube, in Zukunft werde ich einige Elektroden hiermit anschleifen. Besonders hat mir diese 22,5 Grad gefallen. Ja? Das fand ich ziemlich gut. Ziemlich scharf, meine lieben Schweißtechnik-Freunde. So, das war mein Test für euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr noch was getestet haben möchtet, schreibt mir einen Kommentar. Mache ich gerne. Ich habe euch lieb. Bis dahin. Ciao.